Video geht es um das Thema Steuerzeiten und um den Vorauslass. Beides sind sehr wichtige Dinge beim Zylinderbearbeiten. Es ist ein sehr komplexes Thema, aber wenn ihr euch einmal mit dem Thema auskennt, dann könnt ihr nahezu jeden Zylinder bearbeiten. Egal ob jetzt nachher Sachs, Peugeot, Kreidler, RD250, also Yamaha RD250, spielt nachher keine Rolle mehr. Weil ihr wisst ungefähr, wie das Ganze zueinander stehen muss, von Auslass zur Überströmzeit. Wie auch, dass der Vorauslass je nach Auspuffanlage nicht gleich sein sollte. Weil eben je nach Auspuffanlage braucht es dann eben auch andere Bedingungen. Und es ist auch so, die Steuerzeiten sollten nicht immer gleich sein. Wo man jetzt einen Automatmotor hat, einen handgeschalteten Motor oder einen Motor mit Variomatik. Je nachdem kann man dann da und da noch etwas spielen und kann dann andere Steuerzeiten nehmen. Und beim Handgeschalten ist man vielleicht ein bisschen mehr eingegrenzt als bei der Variomatik. Weil eben sonst hat man dann keinen Ganganschluss mehr. Dann kann man da bei der Variomatik ein bisschen mehr Leistung rausholen. Weshalb das so ist, da kann ich nachher auch noch drauf eingehen. Das Thema ist sehr komplex. Ich hoffe, ich kann euch da etwas beibringen. Und ihr versteht nach dem Video das eine oder andere mehr und könnt das nachher auch anwenden. Ja. Viel Spaß beim Zuschauen. Steuerzeiten. Steuerzeiten ist ein sehr komplexes Thema, aber ich versuche es euch jetzt näher zu zeigen. Steuerzeiten misst man anhand der Gradscheibe. Die kann man zum Beispiel am Motor montieren. Je nachdem, eben die kann man kostenlos kaufen, die kann man sonst irgendwo in einem Shop kaufen. Man kann es auch mit dem noch montieren und dann kann man es hier besser ablesen. Eben Steuerzeiten messen habe ich noch in einem anderen Video. Dann kann man das ganz genau nachschauen. Ich werde es hier einfach grob zeigen. Da auf der Seite sind die Überströmer. Die misst man, wenn sie aufmachen, bis sie wieder zumachen. Kann das hier dann ablesen. Auslass ist das genau das gleiche. Wenn man jetzt den Zylinder höher legt, dann werden die Überströme und auch die Auslasssteuerzeiten länger offen bleiben. Beim Einlass ist es so, die misst man, sobald es der Kolben der Einlass freigibt, bis er wieder zumacht. Wenn man jetzt ein Kolbenfenster macht, dann ist die Einlasssteuerzeit nachher auch länger, weil eben er gibt den Einlass auch früher auf. Es ist auch so, den Einlass, den muss man jetzt nach unten schleifen, dass die Einlasssteuerzeit länger wird. Also man kann entscheiden, entweder Kolbenfenster oder nach unten schleifen oder beides. Hier kann man entweder den Auslass nach oben schleifen oder höher legen, wie auch beim Überströmen ist das gleiche. Legt man den Zylinder jetzt 1 mm höher, dann wird auch die Einlasssteuerzeit damit beeinflusst. Und zwar nicht länger, sondern sie wird kürzer. Weil der Kolben den Einlass erst später freigibt und somit auch weniger lange. So, das ist mal das Kurze mit dem Messen. Hier haben wir jetzt einen Originalzylinder. Den habe ich jetzt ausgemessen bezüglich Steuerzeiten. Die Steuerzeiten sind hier sehr tief. Also ich glaube, es gibt fast keinen anderen Zylinder, der so tiefe Steuerzeiten hat wie diese Sachszylinder hier. Und zwar habe ich hier gemessen, 126 Grad Auslass, 86 Grad Überströmer ergibt einen Vorauslass von 20. Der Vorauslass, da nimmt man die 126,5 minus die 86,7 geteilt durch 2, gibt die 19,9. Eben der Vorauslass ist auch ein wichtiger Faktor, werde ich nachher noch sagen. Und der Einlass haben wir jetzt 84 Grad. Das ist wirklich auch sehr tief. Also ist auch fast ein Wunder, dass dieser Zylinder hier 30 km/h macht und 0,8 PS generiert. Weil wenn man zum Beispiel einen Puchwellungszylinder anschaut, dass der viel Steuerzeiten hat, ja, kann man die Plombe entfernen und der läuft 40 bis 50 km/h mit richtig Kraft. Und hier, wenn man halt die Plombe entfernt, ja, bekommt man vielleicht 2-3 km/h. Aber das wäre es dann schon. Der Rest muss man dann eben alles schleifen, bearbeiten, bis dann mal 50 oder auch 60 rauskommen. Bezüglich Steuerzeiten, beim Sachszylinder kann man relativ genau darauf gehen, dass die Auslasssteuerzeit sozusagen die Geschwindigkeit ist.
Also 126 wären etwa 26,5 km/h und 150 Grad Auslasssteuerzeit sind etwa 50 km/h, 160 Grad Auslasssteuerzeit etwa 60 km/h. Das stimmt ziemlich genau überein. Also meistens, wenn ich einen Mofa möchte, wo 50 läuft, und so einen Zylinder mit 50 Kubik, dann gehe ich auf ziemlich genau 150, 152 Grad Auslasssteuerzeit und dann bin ich da. Bezüglich Vorauslass, die 19,9, die sind gar nicht so schlecht. Eben, da kommt es auch darauf an, was für eine Auspuffanlage man fährt. Der Vorauslass ist auch so, je höher Steuerzeiten man fährt, umso höher muss auch der Vorauslass sein. Warum das so ist? Also eben höhere Steuerzeiten gibt auch höhere Drehzahlen. Und bei höheren Drehzahlen haben die Abgase hier auch weniger Zeit, den Auslass zu verlassen. Und die müssen den Zylinder verlassen haben, bevor das der Zylinder die Überströme freigibt. Das ist so, weil wenn die Abgase noch nicht alle draußen sind, dann haben wir hier im Zylinder noch einen gewissen Druck. Und ist der Druck zu hoch, dann können die Gase, also die Frischgase von den Überströmen, nicht sauber in den Zylinder reinkommen. Und eben wenn man hier jetzt einen kleinen Vorauslass hat, zum Beispiel von 12 oder 15 Grad und möchte jetzt noch viel höhere Drehzahlen, dann wird das nicht wirklich was. Also das wird es ziemlich behindern, das Ganze. Deshalb sollte man hier auch einen genügend großen Vorauslass haben. Hat man einen zu großen Vorauslass, ja, dann verliert man hier deutlich an Verdichtung. Weil eben schleift man hier 1 mm nach oben, dann verliert man hier deutlich an Verdichtung. Wenn man jetzt eine solche Auspuffanlage fährt, der Vorteil einer solchen Auspuffanlage ist, saugt die Gase viel besser raus und drückt sie auch wieder besser in den Zylinder. Bei solchen kann man auch höhere Vorauslasssteuerzeiten fahren, weil der Auspuff, der mag viel höher drehen als eigentlich solche Auspuffanlage. Bei dem bringt es nichts, wenn ich jetzt auf eine Auslasssteuerzeit von 180 gehe, auch wenn nachher die Überströmezeit dazu stimmt, weil der Auspuff, der kann nicht richtig saugen oder das Ganze reindrücken. Und der mag bei 12.000 oder 13.000 Umdrehungen gar nicht mehr nach mit dem Ganzen. Und eben eine Resonanzauspuff, also eine Aufladung, funktioniert so. Sobald das der Auslass aufmacht, kann die Gaswelle raus. Dann kommt die Überströmer. Da füllt der Zylinder nochmal mit den Frischgasen. Die Gegenwelle, die kommt jetzt schon langsam zurück und kommt rein, sobald der Kolben hier fast zumacht. Und dann kann er hier zusätzlich noch verdichten und drückt noch etwas Frischgas wieder rein. Das ist so die Aufladung. Wenn jetzt der Vorauslass zu klein ist, zum Beispiel bei dem Auspuff hier, nur 20 oder so, dann kann es sein, dass der Kolben hier schon zumacht und die Abgase dann am Kolben abprallen und gar nicht richtig füllen kann. Also dass einfach in unten Drehzahl vielleicht nicht so, ja, auch relativ gut läuft, aber in oben Drehzahl macht er dann komplett zu. Also man kann auch mit 180 Grad und eben zum Beispiel 180 Grad Auslass und etwa, keine Ahnung, ja, sagen wir 145 Grad Überströmen, kann es auch sein, dass der Zylinder gar nicht drehen kann, weil eben der Vorauslass zu klein ist und ja, gar nicht richtig Zeit hat, den Zylinder wirklich aufzuladen. Deshalb, ich messe jeden Zylinder, den ich montiere, messe ich die Steuerzeiten und dann weiß ich, ob das funktionieren kann oder nicht. Es gibt auch Rennzylinder, die 140 Grad Überströmerzeit haben zu 170 Grad Auslass. Also das ist dann auch wieder ja, gar nichts. Das bringt weder bei so einer Auspuffanlage etwas, noch bei so einer etwas. Das funktioniert einfach nicht richtig. Und eben mit Überströmerzeit, wenn man das jetzt zu hoch nimmt, dann verliert man auch an Vorverdichtung. Und wenn man jetzt eine richtig gute Vorverdichtung hat, dann kann man zum Beispiel auch einen kleineren Vorauslass fahren. Also, weil eben
Man hat dann höhere Drücke im unteren Kurbelgehäuse und kann dann eigentlich die Gase schon ja, in den Zylinder lassen, auch wenn noch etwas Druck vorhanden ist. Wenn man jetzt kaum Vorverdichtung hat, wäre es gut, wenn der Vorauslass etwas höher ist. Und jetzt zwischen Automat und handgeschaltetem Motor. Beim Automat ist es so, der Automat der schaltet ja schon etwa bei 6.000, 7.000 Touren in den zweiten Gang. Und da ist es wichtig, dass man sofort wieder Drehmoment hat und dann sollte man auch mit den Steuerzeiten nicht zu hoch gehen. Also ich gehe eigentlich bei einem Automat, bei einem Zweigang Sachs mit 50 Kubik auch selten über 155 Grad Auslass. Und wie gesagt, dann sollte man hier Auslass irgendwie 155 haben und dann vielleicht überströmen, so zwischen 115, 117. Hat man auch Vorauslass zwischen 20 und 22. Und Einlass, da kann man eigentlich ja, bei 130 anfangen bis irgendwie 140. Es ist einfach so, je tiefer man dann ist, umso mehr Power hat man dann unter den Drehzahlen. Und auch mit 140 Grad oder eben 130 Grad kommt man wirklich sehr weit. Also es braucht gar nicht viel mehr. Man sollte einfach schauen, dass die Kanäle dann auch ja, genug breit sind. Weil dann kann auch etwas raufkommen oder rausgehen. Und es ist auch so, wenn man breitere Kanäle hat, kann man eigentlich die Steuerzeiten noch 1-2 Grad tiefer nehmen. Und er kann trotzdem eben gleich funktionieren wie ein Zylinder mit höheren Steuerzeiten. Ja, die Steuerzeiten, die ich jetzt aufgeschrieben habe, die kann man für einen handgeschalteten Motor nehmen, eben sei es jetzt ein Puch oder ein Sachs-Motor, weil das fährt sich noch sehr gut. Das ist jetzt, sind jetzt Steuerzeiten für eine normale Auspuffanlage. Wenn ihr jetzt eben eine solche Auspuffanlage fährt, könnt ihr eigentlich Einlass und Überströmezeit könnt ihr jetzt am gleichen Punkt behalten und dann einfach die Auslass 5 oder 10 Grad höher nehmen. Wollt ihr dann noch höher, dann würde ich dann auch die Überströme und die Einlasssteuerzeit weiter hochnehmen. Eben Vorauslass bei dem zwischen 20 bis 24 und der funktioniert eigentlich ab ja, 24 bis 30 Grad. Eben 30 dann wieder wirklich für sehr hohe Drehzahlen. Und eben bei 170 Grad könnt ihr vielleicht noch 120 Grad Überströme nehmen. Und bei 185 Grad Auslass könnt ihr dann schon Richtung ja, 124 Grad Überströme gehen. Und bezüglich Leistung, wenn ihr den Vorauslass höher habt, dann wird das Band meistens auch kürzer und die Leistung dann aber schon höher. Aber eben der Ganganschluss wird dann auch immer schwieriger. Wenn ihr jetzt einen Motor habt mit Variomatik oder eben einen Eingangmotor habt wie ein Buchmaximatur, könnt ihr die Steuerzeiten auch höher nehmen. Weil ihr könnt dann einkuppeln bei 8.000 oder 9.000 Umdrehungen und ihr müsst euch dann nicht mehr an den Ganganschluss oder sonst was halten, weil dann könnt ihr automatisch höher gehen. Dann könnt ihr auch bei so einer Auspuffanlage locker schon mal mit 170 Grad Auslass beginnen. Ihr müsst dann einfach später einkuppeln. Also es wird funktionieren. Und wenn ihr so eine habt, dann könnt ihr natürlich noch höher gehen. Und dann könnt ihr es auch mit dem Vorauslass ein bisschen auf die Spitze treiben. Weil eben ihr braucht dann nicht mehr ja, ein Band von 5000 Umdrehungen, wie wir es bei den Sachs-Automaten oder handgeschalteten Motoren brauchen, weil die Gänge sind auch schlecht abgestuft. Also beim Automat, der schaltet sehr früh. Und deshalb können wir es eben mit den Steuerzeiten nicht übertreiben. Und sollten auch uns etwa in diesem Bereich bewegen. Ja, man kann mit gewissen Faktoren kann man die Steuerzeiten noch etwas runternehmen. Ja, zum Beispiel eben, wenn die Kanäle riesig sind, dann kann man hier schon auf rund 57 gehen und trotzdem wird der Zylinder noch über 10.000 drehen. Was auch noch ist, zum Beispiel der Vorauslass,
Der kann auch etwas kleiner gewählt werden, wenn die Winkel auch kleiner sind. Eigentlich kurz gesagt, je aggressiver alles ist, zum Beispiel die Winkel, wie auch die Strömerzeit, desto aggressiver kann der Vorauslass auch genommen werden. Oder auch die Steuerzeiten, sind sie sehr hoch, dann sollte die Auspuffanlage keine flachen Winkel aufweisen. Dann müssen die auch extremer sein. Also eben ein Zylinder mit 185 Grad Auslass, den sollte man wirklich nicht mit so einer Auspuffanlage fahren. Würde es vielleicht sogar Sinn machen, den Zylinder etwas runterzunehmen, zum Beispiel unten etwas abzudrehen, könnte man den Zylinder runternehmen, wären die Steuerzeiten tiefer und dann hätte man halt deutlich mehr Leistung in den unteren Drehzahlen, vermutlich auch Gesamtleistung noch etwas mehr. Eben da ist auch noch ein Zylinder, den ich machen will. Der hat ja 10,3 PS mit dem 47 mm Kolben. Und da bin ich jetzt auch bei 180 Grad Auslass zu 120 Grad Überströmen. Einfach jetzt mal zum Schauen, was dann Leistung kommt. Also eben Ganganschluss, der funktioniert hier schon noch, aber hier habe ich auch 75 Kubik. Und mit der Auspuffanlage geht es jetzt einigermaßen. Aber ich kenne auch andere Auspuffanlagen von denen hier. Und ja, die funktionieren teilweise nicht mehr, weil sie mit den Drehzahlen nicht mehr zurechtkommen. Es war jetzt wirklich schwierig, das Thema verständlich rüberzubringen. Ich hoffe, ich konnte trotzdem etwas lernen in diesem Video, weil es geht um sehr viele Informationen und eben, es muss einfach alles zusammenpassen bei einem Zweitakter, eben die Auslasssteuerzeit, der Vorauslass, die Auspuffanlage, die Resonanzlänge, die Einlassfläche, Vergasergröße und so weiter. Es muss alles passen, dass man die Leistung hat. Deshalb, das ist eben nicht ganz einfach. Und eben kurz zusammengefasst, Variomatik und Eingang, da kann man sicher höhere Steuerzeiten nehmen, weil man ist nicht mehr, man muss sich nicht mehr auf den Ganganschluss oder was auch immer verlassen. Man kann später reingruppen und dann kommt man auch sehr gut weg. Bei einem Resonanzauspuff sollte man einen etwas größeren Vorauslass nehmen, dass er auch richtig Zeit hat, eben das ganze Gemisch rauszusaugen und wieder reinzudrücken, dass eine richtige Aufladung auch stattfindet. Nicht, dass nachher Kolben zumacht, die Abgase kommen und sie können nicht mehr rein, also dass gar keine richtige Aufladung stattfindet. Beim Auspuff, eben, sei es jetzt original oder auch so, da gibt es auch eine kleine Aufladung, aber es ist nicht die gleiche wie beim richtigen Resonanzauspuff. Deshalb eben der Vorauslass sollte man, wenn möglich, eben nicht zu hoch nehmen, weil man gewinnt dann nicht mehr viel Leistung. Und eben bis etwa 12.000 Touren, ja, können die Auspuffanlagen funktionieren. Nachher sollte man schon auf eine andere Auspuffanlage wechseln und eben der Vorauslass, der beginnt irgendwo bei 20, sagen wir, ja, bei 10.000 Umdrehungen kann das noch gut funktionieren, bei 160 Grad Auslass. Geht man dann höher, sollte man den Vorauslass immer höher nehmen, bis etwa 30 Grad. Alles über 30 Grad Vorauslass bringt nichts, also nahezu nichts, nimmt auch fast niemand. Egal ob jetzt 53 oder 150 Kubik bei 13.000 oder 15.000 Umdrehungen, 30, 31 Grad Vorauslass ist etwa so die Grenze, weil dann gewinnt man nicht mehr viel Vorleistung. Und eben je größer das dann der Vorauslass ist, umso kleiner wird dann die Leistung einfach in einem gewissen Bereich. Also die Leistung wird größer, aber das Band wird immer kürzer. Und eben möchte man einen besser fahrbaren Motor, sollte man den Vorauslass möglichst tief halten. Reicht es nicht genug, dass man Drehzahlen erreicht, sollte man zuerst den Auslass in die Breite nehmen, die Überströmung und der Einlass. Reicht das nicht, dann muss man den Vorauslass etwas höher nehmen. Und eben wie gesagt, mit 30 Grad Vorauslass, mit 170 Grad Auslasssteuerzeit hatte ich schon über 15.000 Umdrehungen. Das ist möglich. Aber eben bei 170 Grad Auslasssteuerzeit würde ich nicht eine Vorauslasssteuerzeit von 30 Grad empfehlen, weil dann kann der Motor zwar drehen, aber ich habe keine Leistung. Ja, es gibt immer so etwas,
ja, bei 170 Grad würde ich vielleicht 3-24 Grad Vorauslass nehmen. Und ja, geht man dann eben höher, sollte man einfach den Vorauslass dann mitnehmen, also immer höher nehmen. Und je nachdem, je aggressiver die Auspuffanlage ist, umso mehr sollte man dann mit dem Vorauslass höher gehen. Ja. Und eben der Einlass, der sollte, ja, einfach je höher das nachher der Einlass ist, umso mehr Power verliert man dann auch in unteren Drehzahlen. Aber es sollte auch zu einem gesunden Verhältnis zueinander stehen. Vielleicht immer etwa 20 bis 25 Grad unter der Auslassdrehzeit. Das sehe ich so als guter Anhaltspunkt. Ja. Ja, ich hoffe, ihr konntet da was lernen und eben, es ist kein einfaches Thema. Es fällt mir auch jetzt noch schwer, das Ganze verständlich rüberzubringen. Und ja, das nächste Thema wird sicher noch einmal der Resonanzauspuff sein, weil da gibt es auch noch viel darüber zu erzählen, wie man die Resonanzlänge berechnet und so weiter. Und auch da, eben je nach Mofa, je nach Temperatur, sieht es auch wieder anders aus. Zwei Takte ist ein schwieriges Thema. Ja. Viel Spaß und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet.